Sind die Trockner heutzutage schlechter? Gerade wenn man von Abluft auf Wärmepumpe umsteigt, kann man schon mal das Gefühl haben, dass so ein Wärmepumpentrockner nicht so gut trocknet wie der Ablufttrockner. Größer kann die Umstellung auch gar nicht sein. Wer von Abluft kommt, hatte immer den Luxus, dass die Wäsche super schnell, super trocken wurde. Und wer jetzt auf Wärmepumpe geht, hat natürlich eine deutlich längere Laufzeit und nicht mehr so heiße Temperaturen. Das ist erstmal grundsätzlich auch gut so, denn über 50% spart ein Wärmepumpentrockner an Stromkosten gegenüber eines Ablufttrockners ein. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn der Wärmepumpentrockner so lange läuft, warum ist er dann energiesparender als der Ablufttrockner? Das kannst du dir so vorstellen, wenn du im Hochsommer bei 35 Grad deine Wäsche nach draußen hängst, ist sie ja auch viel schneller trocken, weil die Temperatur hoch ist und die Sonne drauf knallt, als wenn du deine Wäsche bei 10 Grad weniger draußen aufhängst, die dann entsprechend länger dauert, bis sie trocken wird. Der Ablufttrockner trocknet mit einer viel höheren Temperatur als der Wärmepumpentrockner. Trocknet der Wärmepumpentrockner jetzt also schlechter als der Ablufttrockner? Grundsätzlich nicht, denn er trocknet einfach anders. Beim Ablufttrockner war die Prozesswärme, die erzeugt wurde, also die Wärme, die die Wäsche durchströmt hat, bei 85 bis 110 Grad. Beim Wärmepumpentrockner sind wir nur noch bei einer Prozesswärme von 45 bis 60 Grad. Das bedeutet, dass der Ablufttrockner mit seinen 110 Grad die Wäsche auch übertrocknet hat. Das heißt, diese Wärme bräuchte es ja eigentlich gar nicht, die Wäsche so knochentrocken zu machen. Je nach Wäscheart tat es der Wäsche im Ablufttrockner auch gar nicht gut. Ein pflegeleichtes Textil hätte ich persönlich gar nicht in den Ablufttrockner getan, weil es dort einfach viel zu heiß ist. Außer man stellt natürlich die Einstellung entsprechend runter. Also kann man natürlich das Gefühl haben, wenn man vom Ablufttrockner kommt, der die Wäsche viel zu viel getrocknet hat und jetzt zum Wärmepumpentrockner geht, dass das Ergebnis nicht das gleiche ist. Das ist auch richtig, denn die Wäsche wird im Wärmepumpentrockner nicht mehr übertrocknet. Die meisten Trockner haben heutzutage Feuchtigkeitssensoren in der Trommel. Das heißt, die messen die Restfeuchtigkeit in der Wäsche. Je nachdem, welches Programm du eingestellt hast, welche Wäsche drin ist und wie das Gerät beladen ist, hört das irgendwann auf zu trocknen, auch wenn vielleicht auf der Uhr noch eine halbe Stunde stand. Das könnte auch dazu führen, dass vielleicht eine Jeanshose, die bei dir in den Trockner kommt, nicht 100% an den Nahtstellen, die also ein bisschen dicker sind, noch nicht trocken sind. Das liegt einfach daran, dass die Feuchtigkeitssensoren diese dicken Nahtstellen nicht richtig greifen kann und denkt, die Jeans ist komplett trocken. Dabei ist sie an den Nahtstellen oder vielleicht auch dort, wo der Knopf zusammenkommt, noch nicht richtig trocken. Wenn du so etwas bei deinem Trockner festgestellt hast, kannst du bei genau den Kleidungsstücken einfach auf extra trocken stellen, damit es wirklich vollkommen trocken wird. Oder du nimmst die Jeans trotzdem raus, legst sie einfach nochmal für ein paar Stunden hin und der Rest trocknet auch noch von alleine. Sollte man denn jetzt ein Gerät austauschen, wenn man einen alten Ablufttrockner hat und dann einen neuen Wärmepumpentrockner kaufen? Grundsätzlich solltest du alle deine Haushaltsgeräte so lange nutzen, wie sie auch noch funktionieren. Jetzt kommt es beim Ablufttrockner ein bisschen darauf an, da das wirklich das Gerät ist, was der größte Stromfresser im Haushalt sein kann. Wenn du eine große Familie hast und wirklich den Trockner jeden Tag nutzt, oder das hat auch nicht unbedingt was mit der Familiengröße zu tun, sondern wenn du einfach den Trockner jeden Tag nutzt und mehrfach in der Woche nutzt, kann es sich natürlich schon mal eher lohnen, sich dagegen einen Wärmepumpentrockner anzuschaffen. Dann macht es vielleicht Sinn, deinen Trockner, den du noch hast, gebraucht zu verkaufen oder zu verschenken an Freunde und Verwandte, die noch Freude dran haben können und die vielleicht gar nicht so viel trocknen, sich aber vielleicht schon immer einen Trockner gewünscht haben. Dann landet das Gerät nicht sofort auf dem Müll und jemand hat noch Freude daran. Oder wenn du für dich feststellst, dass du deinen Trockner gar nicht so häufig nutzt, dann hab noch so lange Freude an deinem Gerät,
wie es funktioniert. Oder wenn du jetzt feststellst, die Energiepreise rasen so in die Höhe und dein Ablufttrockner frisst so viel Strom, gibt es ja auch gute Alternativen, den Trockner nicht so häufig zu nutzen. Das heißt, einmal die Gewohnheiten zu überprüfen, ob die so noch passen. Eine Idee wäre zum Beispiel, die Wäsche nur anzutrocknen, um sie dann nochmal aufzuhängen, damit die Restfeuchtigkeit dann so auf der Wäscheleine entweichen kann.